Ja, wir wurden alarmiert, dass eine Person in der Weser treibt. Daraufhin haben wir unser Wasserrettungskonzept hochgefahren. Ein Rettungshubschrauber war parallel im Einsatz, um von oben Beobachtungen durchzuführen. Gemeldet wurde eine Person in der Weser. Als wir vor Ort weitere Informationen kamen, soll ein Passant eine Person schreiend in der Weser treiben gesehen haben. Wir haben Suchmannschaften gebildet, die das Ufer zu Fuß abgesucht haben, über mehrere Kilometer. Wir haben 4 Boote im Einsatz gehabt, um von Weserseite aus alles abzusuchen und sind jetzt mit Einbruch der Dunkelheit dazu übergegangen, die Suche abzubrechen. Wir haben keinerlei Hinweise gefunden, dass sich noch eine Person in der Weser befinden könnte. Wir haben keine Anhaltspunkte, keine Gegenstände gefunden, die einer Person zuzuordnen sind. Und bei den jetzigen Wassertemperaturen von maximal 12, 13 Grad wäre eine Überlebenschance von 5 Minuten eher realistisch. Und wir sind jetzt seit 2 Stunden ungefähr im Einsatz, intensiv am Suchen, auf Landseite, auf Wasserseite. Und wir müssen jetzt leider die Suche abbrechen, nachdem wir alle Möglichkeiten ausgeschöpft haben, die uns hier noch zur Verfügung standen. Das sind auf jeden Fall mehrere Boote. Einmal das Boot hier aus der Stadt Achim, das Boot von der Feuerwehrtechnischen Zentrale aus Verden, was eine halbe Stunde Anfahrtsweg hatte, DLRG-Taucher. Wir haben heute die Unterstützung des THW-Ortsverbandes Achim angefordert, weil dort gerade Dienstbetrieb war, die einen Wasserrettungszug haben mit 2 Hochleistungsbooten. Wir haben Taucher von der DLRG und natürlich dann auch rettungsdienstmäßig war ein Rettungswagen vor Ort, einmal für die Eigensicherung, einmal um eventuell eine gerettete Person noch weiter behandeln zu können. Wir haben den Rettungshubschrauber Weser, Christoph Weser hier gehabt zum Suchen und ja, wir haben von der Drehleiter aus von oben an einem bestimmten Punkt, der für uns als strategisch wichtig war, in Stellung bringen lassen. Haben von dort noch einmal geguckt, mit der Wärmebildkamera abgesucht und das sind eigentlich die Möglichkeiten, die wir haben, jetzt hier tätig geworden zu sein. Ja, wir haben 2 Stunden lang ganz intensiv dort gesucht. Auch ein Rettungshubschrauber ist dort zum Einsatz gekommen, hat den Weserbereich dort abgeflogen bis zum Einbruch der Dunkelheit. Bis dahin haben wir allerdings nichts finden können. Also nach wie vor wird diese Frau, die dort beobachtet worden ist, vermisst. Wir haben heute Morgen dann mit Suchkräften die Suche fortgesetzt. Ja, wir haben zunächst einmal die Stelle, an der die Frau dort im Wasser beobachtet worden ist. Von dort aus finden jetzt weitere Suchmaßnahmen statt. Allerdings haben wir noch keine Boote zum Einsatz gebracht heute Morgen, sondern wiederum einen Hubschrauber, der die Weser dort in Richtung Bremen abfliegt.